los? Kommen wir jetzt hier raus? Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem weiteren Part von Let's Play Fallout 4. Und ja, genau, wir haben das letzte Mal diese Gruppe vor ein paar Raidern gerettet und sollen jetzt für sie eine Powerrüstung besorgen, um den Raidern nochmal richtig in den Arsch zu treten. Aber ich wollte mich vorher nochmal ein bisschen umhören und erstmal Wahrnehmungswackelpalpe. Verdammt nochmal, ja. Verdammt nochmal, ja. Nur durch Beobachtung erkennt man die Schwäche. Die Wahrnehmung wurde dauerhaft um eins erhöht. Yes. Die will ich auch möglichst alle sammeln. Junglong. Oh Gott, was sind das hier für... Das sieht so ein bisschen Junkie-mäßig aus. Alles klar. Mister? Oh Gott, warum? Warum? Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Okay, denke ich. Alles klar. Das sind unsere Leben, mit denen du spielst. Hörst du mir zu? Ich spiele mit... Was? Okay, die sind ja alle so ein bisschen verrückt. Was hast du da? Der Fusionskern wird's bringen, glaub mir. Gut. Dann suche ich mal danach. Oh, ich kann die Fenster leider aufmachen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Gut. Lassen wir das. Darkmeat, willst du mitkommen? Ich weiß nicht. Wäre cool. Wer ist er hier? I don't know. Ich muss echt mal gucken, wie man das Pitball-Licht anmacht. So, egal. Machen wir uns auf den Weg, um unsere Mission zu erfüllen. Da ist schon die Powerrüstung. Okay. Ich habe erstmal noch immer hier den Scheiß mit. Oh, ein Lock. Dann können wir uns ja das mal erstmal anhören, kurz. Inventar. Diverses. Da. Persönliches Lock. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache? Ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zu Detonationen. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosensky abgehauen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Ja. So, ich versuche halt immer noch herauszufinden, wie man das Pitball-Licht dann anmacht. I'm not sure. Okay, cool. Ja gut, die sind hier abgestürzt. Und er hat es wohl, ich weiß nicht, hat es Mike Daly geschafft? Ich glaube ja fast nicht. Gut, egal. Sonst gerne rein. Dann würde ich sagen, schlüpfen wir auch mal rein. Und vorher machen wir ganz kurz die Helligkeit ein wenig hochstellen. Anzeige. Helligkeit? Nein. Was? Gameplay vielleicht? Dann halt nicht. Kann ich nicht die Helligkeit einstellen. Geiß. Da bin ich jetzt gerade nur zu doof. Gut, dann gucken wir nochmal, ob Licht angeht. Boy,
Nein, nein, nein. Okay, gut, dann müssen wir halt mit dem Dunkeln leben. Das ist okay. So, egal, in die Power-Rüstung und dann Raider ein wenig obliteraten, würde ich sagen. Die ist jetzt nicht so ganz anders. Guck mal, hat die so ein Special Hut. Power-Rüstung reduzieren den Schaden, den du durch gegnerische Angriffe nimmst und verhindern Schaden durch Stürze. Okay, cool. Und dann holen wir uns doch die Minigun, würde ich sagen. Okay, dann würde ich mal sagen, let's do this. Oh Gott. So, und jetzt? Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei. Das muss ich zugeben. Ich warte noch, Arschloch. Was? Arschloch hat er gesagt? Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. So, ich würde mal sagen. Was wollen wir los? Oh mein Gott, das ist so satisfying. Das sieht so gut aus. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ihr keine Chance habt, ne? Aber im Prinzip habt ihr keine Chance. Oh oh. Oh, wie das glüht. Das sieht schon echt nice aus. Auch die Regentropfen noch. Vergessen, die gehören natürlich dazu. Weil es natürlich logisch ist, dass einem Regentropfen direkt auf die Augen tropfen. Gut, hier geht es sogar noch aufs Visier oder so. So. Oh. Kann ich damit auch nachkommen? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Eine Todesfalle. Die waren auf jeden Fall schon nicht ganz so einfach. Shit. Lass mich los. Abstand, 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 Abstand. So. Oh oh. Ich hier weg, 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 weg. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. God fuck. Lass mich runter. Oh, jetzt ist das andere Bein auch am Arsch. Deine Gesundheit ist nie benutzt. Ah, fuck. Gott, ich muss etwas essen. Hilfsmittel. Wo ist mein Red Kakerlakenfleisch? Das gebratene. Nein, habe ich das schon alles verbraucht? Das können wir essen. Kuchen, Fleisch und Bohnen. Fleisch vom Mischlingshund. Na, das lassen wir erstmal. Kaugummi. Maulwurfkuchenfleisch, ja. Gut, das ist nämlich genau der Nachteil, wenn es nicht instant wieder voll wird. Und da ist der erste tot. Oh, diese Todeskralle. Die sind aber noch viel, viel krasser als in Fallout 3 noch. Da waren sie ja noch, also zwar ziemlich schwere, aber noch normale Gegner. Und hier ist es einfach so ein Boss. Oh, fuck. Leute, Leute, Leute. Ja, gut. Das Lock nehmen wir nochmal mit, aber wir hören uns das natürlich nicht an. Oh, die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Kronkorken. So. Okay. Gut, das müssen wir dann jetzt ein wenig strukturierter angehen. So. Hier oben! Boss! Hier oben ist jemand! Würde ich sagen. Und tschüss, aber im Prinzip doch. Klar, kein Problem, komm her. Keine Chance, ihr Raiderlein. Crystal? Warum hat die einen Special Namen? Eigentlich gilt immer die Regel, dass alle Charaktere mit einem Namen wichtig sind. Oh oh, jetzt rennen wir schon mal weg. Das gefällt mir nämlich nicht. Wollen die Raider da mal auch nochmal ablenken?
weil... Warum gehst du auf mich? Warum gehst du auf mich? Okay, renn jetzt an dem Raider vorbei und dann greift das Viech hoffentlich erstmal den Raider an. Oder auch nicht. Oh Gott, damn it. Wo sehe ich überhaupt meine Gesundheit? Ah, HP, da unten. Ach, das ist quasi so eine Geschwindigkeit. Wie so ein Tacho. Oh Gott, oh Gott. Erstmal hier rein. Kann hier nicht rein wahrscheinlich, ne? Das ist natürlich gut. So, Inventar, Hilfsmittel. So, das. So. Was ist denn Hund? Oh Gott, damn. Der Hund ist in Schwierigkeiten hier. Oh shit, das sind alle chill. So. Ja, gut, jetzt haben wir noch die Raider. Und tschüss, auch das werden sie sogar alle noch hier. War nice. Done with that. So. Fuck, da ist wieder so ein Auto in so einer Mini-Atomexplosion hochgegangen. Okay. Automatisch gesaved. Ich würde mal sagen, na, wir looten jetzt hier nochmal ein bisschen rum, die Raider. Vor allem interessiert mich, was diese Einheit dabei hatte, die hier so einen Namen hatte. Bist du's? Nein? Ja, du bist es. Lagerschlüssel, aha. Oh, ein Jagdgewehr, Jagdgewehr. Ach, du trägst zu viel wieder. Das wird noch ein sehr, sehr, sehr weitreichendes Problem werden. Ich meine, diese Lederrüstung, im Prinzip brauche ich sie ja nicht. So, Lagerschlüssel. Da gibt es doch bestimmt irgendwas Nices dann zu holen. Theoretisch. Es ist so dunkel und ich kann halt einfach die Helligkeit nicht ändern. Ich stelle mir vor, man hat jetzt wirklich so einen Fernseher, der mega dunkel ist. Im Bildschirm geht er jetzt eigentlich noch so ein bisschen. Aber gut. Lager, irgendwas, was nach Lager aussieht. Oder was verschlossen aussieht. Nein. Ach so, hier kam die Todeskralle raus, ne? Fuck. Bringt mir das was, wenn ich jetzt hier unten mal gucke, was hier so ist? Hallo? Ah, ist das das Lager? Gehen wir einfach mal rein. Weil das ist ja auch, ne? Vielleicht dann das, wo das Lager drin ist. Aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Was war das? Warum liegt da ein Beckenknochen drin? Was zur Hölle? Die Hühnerkette. Hoffentlich war das kein Fehler. Seid ihr Meyer Lurks? Weichpanzer Meyer Lurk, Tatsache. Es ist hier. Oh, Tasche! Revolvergewehr. Ja, du trägst zu viel erneut. Shit, yeah. Ach, ich lege jetzt einfach all diese Lederrüstungen weg und das Gutzeug auch. So, leichte Kleidung sowieso. Sackkapuze braucht auch keiner. So. Sturmgasmaske, Schweißer Brille. Scheiß ich drauf. Okay. Ja, das ist mir jetzt gerade hier auch alles sehr creepy. Ne?
Keiner weiß, was hier ist und warum wir überhaupt hier sind. Dann gehen wir erstmal hier lang. Gott, das ist ja mega der Dungeon hier. Was ist denn? Putzmittel extra stark. Ja, nee. Oh ja, wir können noch mal ein bisschen... Oh fuck, da ist dann endlich mal die erste Nadel abgebrochen. Das ist der Haarklammer, besser gesagt. Hier war das schon halbwegs richtig. Ah, okay. Das fehlt. Klebeband. Ja, hier. Ah. Oh, aufbereitetes Wasser, nice. Vortec Lunchbox. Das jetzt hoch? Weil das waren oftmals Minen, weil man konnte es zu Minen umfunktionieren in Fallout 3. Deswegen hatte ich jetzt erstmal voll den Schiss, dass es jetzt einfach instant hochgeht und so. Richtig, scammed you! ja, gut. Ist auch nicht so was Krasses zu holen, ne? Nö, komm Dogmeat. Aber Dogmeat war doch auch der Hund, den man in Fallout 3 haben konnte. Oder nicht? Irre ich mich da? Diese Namensparallelitäten. Gut, wollen wir es mal wagen? Sagen ja, ne? Oh, achso, wir hätten auch direkt hier durchgehen können. Okay. Ist jetzt so richtig, wenn wir mal Kickwerk auf Mücken schießen. Ich meine, wir haben es ja auch, ne? Ja, ich will das ganze Leder erstmal noch nicht mitnehmen. Weil, wie gesagt, wir haben gerade echt Platzprobleme. Wir müssen uns da dann mal was überlegen. Nicht überhaupt schlagen. Weil das Fleisch, das ist wirklich so ein Konsumgegenstand, den brauchen wir, das brauchen wir gegebenenfalls noch. Wo geht das denn hier überall lang? Was zur Hölle, wo bin ich hier hingeraten? Ja, hier geht es theoretisch auch wieder nach oben. Das ist gut zu wissen. Wo geht es denn hier genau hin? Commonwealth. Nee, ist draußen, glaube ich, ne? Ja. Okay, wir wollen aber theoretisch nicht nach draußen, sondern hier oben lang. Okay. Oh fuck, ein Meierlöffel. Die sehen aber auch ein bisschen anders aus jetzt. Die sind also kommenmäßig. Oh fuck, keine Muni mehr. Kein Moment, bitte. Wir machen das kurz. Wir nehmen jetzt dafür mal... da, die Doppelläufige. Die gute Doppelläufige. Fuck, der hat echt viel Leben. Das war mal der Weak Spot. Dieses Face da, was die machen, oder nicht? Genau, den Kopf, aber der ist nicht geschützt. Okay, nice. Hat gar nicht drauf geachtet, wie viel EP der gibt. Naja, gut. So. Gut. Hier gab es jetzt auch noch nichts mehr zu holen. Das ist irgendwie ein bisschen enttäuschend. Was bist du denn? Naja. Ja, kein Problem, ne? Graviton, dass du kurz weg warst. Ja, ich habe die Powerrüstung. Ich weiß aber noch nicht, wie man damit jetpacken kann, ehrlich gesagt. Das geht ja wohl auch irgendwie. Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Springen irgendwie? Da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht irgendwie. Weil es muss ja auch irgendwie gehen, angeblich. Zumindest hat der Trailer das voll cool gezeigt. Hm. Okay, wo bin ich jetzt überhaupt? Das ist die große Frage, nachdem ich in diesem... Achso, hier bin ich direkt. Das... Nee, Quatsch. Nicht hier bin ich direkt. Fell. Da ist die Kirche. Mal gehen wir erstmal in Third Person und zoomen ein bisschen weiter weg. Das sieht ein bisschen affig aus, wenn man springt. Okay.
I don't know. Oder man braucht ja nicht nochmal so ein extra Training wie in Fallout 3, das ist auch irgendwie komisch. Doppel A. Ja, ich habe Doppel Y, also ist ja Springen. Und probiert. Aber gut, vielleicht braucht man da irgendwie noch so einen extra Rucksack zu. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Oder später. Alles okay. Alles gut. Ach, das ist seine Mutter. Was? Er ist doch schwarz. Wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ja. Alles okay bei euch? Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sich... Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Oh, danke schön. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Puh. Will ich das jetzt tun? Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Wie zuvor. Mhm. Denn dein Schicksal umfasst Schicksal, wohl eher Karma. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Was ist denn mein Schicksal, ne? Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Was? Sean? Er lebt. Oh. Wo ist Sean? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur... seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Okay, Diamond City. Du bist nutzlos. Ist John dort? Also, Kind, ich bin müde. Oh, du bist immer müde. Wenn du später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Hab ich Camps vielleicht sogar dabei? Also meint ihr damit einfach nur allgemeine Drogen oder ist das wirklich ein Special-Gegenstand? Ich hab Cram. Buff-Out hab ich. Will ich nicht auch Jet, oder wie das heißt? Mentats. Psycho habe ich. Besten. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das. Schon lustig, so eine Oma, die ganze Zeit high ist und meint, voll spirituell zu sein. Das auch brauchen. Also Leute, die Hilfe, die du benötigst, befindet sich in Diamond City, mein Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, okay. Sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Genau so. Sie auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy Y drücken ist auch nicht. Schlimmer als das wartet, entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also mal. Naja, mehr oder weniger. Eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Ihr seid doch alle Junkies, also oder nicht? Gut. Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Ja, ich würde sagen, ich komme später wieder vorbei. Also, ich helfe euch dann später. Ich würde jetzt erstmal gerne nach Diamond City dann demnächst gehen. Und schauen. Und schauen, was mit Sean los ist. So, aber, weil in Diamond City wird es dann wahrscheinlich auch noch einen Haufen Nebenquests geben. Und, ja, genau, so. Allerdings... Kann ich die Power-Rüstung dann nur hier stehen lassen, oder wie? Wie ist das denn? Oder warte mal, ich habe eine Idee. Ich will jetzt noch nicht verraten, worum es geht. Einfach mal ausprobieren. Oh, das wäre fesch, wenn du rufen könntest, natürlich. Ansonsten mache ich es bis zum nächsten Mal einfach. Nicht das Problem. Wir sehen uns dann, ne? Machen wir uns auf den Weg. Ich bin vorne. Bleib dicht zusammen. Wir sind direkt hinter dir, Boss.
So, bin ich hier richtig? Kann ja echt gar nicht weit sprinten. So. Ja, ich glaube schon. Genau. Ich bin richtig, ja, okay. Fesch. Okay, okay, okay. Was, was, das sind die riesen Lücken. Shit, shit, shit. Okay. Ihr stirbt doch einfach. Was haltet ihr aus? Ich würde gerne den Torso wieder auswählen. Da, danke. Nein, nein. Das war so ein semi-effektiv. Oh Mann, ich habe auch nicht mehr so viel Leben. Dagegen müssen wir schnell was tun. Meierlöck Fleisch, oh, das bringt's echt. Nice. Okay. So. Ich wollte hier zu Red Rocket und Folgendes ausprobieren. Powerrüstungsstation. Wow. Spielzeug außerirdischer. Stahl. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nämlich meine Powerrüstung hier lassen. Wie wär's? Powerrüstung, Powerrüstung, Powerrüstung. Na? Gesamten Schrott lagern. Oh. Okay, cool. Das ist schon mal gut. Hätte die Schrott. Ah, die Schrottrüstung, die Powerrüstung. So, lagern. Lagern, 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 lagern. Okay. Ja, sie hängt jetzt aber nicht so cool da. Ah. Gut. Habe ich den Helm jetzt noch auf? Hoffe ich mal nicht. Nein. Gut, jetzt bin ich wieder der Wanderer. Das ist schon mal gut. Okay, ja, ins Quest-Log mal schauen. Erstatte Preston Bericht, was begibt dich nach Diamond City? Genau. Okay, das wäre so unser nächstes Ziel. Mal kurz auf die Map. Wo ist denn überhaupt irgendwas hier? Das hier Diamond City? Nein. Gott, Diamond City. Fuck, das ist ja... Das ist ja mal weit weg. Okay, krass. Ja, das wird ein langer Weg. Deswegen würde ich sagen, den treten wir ein anderes Mal an. Denn ich würde für heute jetzt mal Schluss machen mit Fallout. War ja auch jetzt einiges. Ich meine, fast ja, über 2,5 Stunden jetzt am Stück, und aufnehmen ist ja dann schon immer so ein bisschen anstrengender als normal spielen. Deswegen würde ich sagen, wir machen das nächste Mal weiter in Fallout 4 und bedanke mich fürs Zuschauen. Sowohl bei den Live-Zuschauern als auch bei Leuten, die sich das jetzt im Nachhinein auf YouTube angeschaut haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein paar Kommentare unter das YouTube-Video schreibt und es bewertet. Genau, und ansonsten sieht man sich demnächst. Die nächste Live-Session werde ich auf Facebook ankündigen. Ach, da sind die Guys schon wieder. Und auf Twitter und auch sonst nochmal vielleicht in einem Video. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Dann gehen wir auch offline.
bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und ja, die nächste Live-Session vielleicht sogar schon morgen, aber sicher kann ich es noch nicht sagen. Ich werde es immer auf Facebook und so ankündigen. Und ja, bis dann. Ciao.